verdammt! Bei meiner genialen Idee hatte ich eins nicht bedacht. So kurz nach Mitternacht ist ja keiner mehr auf den Straßen. Dann muss ich mir etwas anderes einfallen lassen, wie ich die Menschen erschrecken werde. Ach, Entschuldigung, ich hatte gerade etwas gehört, etwas Lautes und wollte fragen, ob alles in Ordnung ist. Bei mir ja. Zu Hilfe! Zu Hilfe! Ein Werwolf! Ein Werwolf! Der habe ich's aber gezeigt. Sie wird bestimmt Hilfe holen und dann wird man mich töten. Moment. Will ich das eigentlich? Oh Gott, da kann ich nicht mehr raus. Dann muss ich durchs Fenster springen. Schnell weg von hier! Herr König! Schön, dass ich Sie bei mir habe heute Nacht. Kommen Sie mal schnell aus Ihrem Bett. Was ist denn? Ja, ein Werwolf-Problem ist. Los, schnell! Mann, dann will man hier mal übernachten und dann sowas. Ja, ich hab mir das auch nicht ausgesucht, bei meinen 89 Lenzen. Ja, und wo ist jetzt Ihr Werwolf? Das ist doch nicht mein Werwolf, ein Fremdiger. Nun, also, das, was ich hier im Zimmer sehe, sind außer Ihnen und mir nichts. Nur Möbel. Sagen Sie, haben Sie Kummer? Wie meinen Sie das? Sind Sie oft alleine? Möchten Sie mit jemandem reden? Ach, jetzt verschaukeln Sie mich doch nicht. Hier ist ein Werwolf, ein Leibhaftiger. Dann schauen wir mal. Eigentlich sagen Sie ja immer die Wahrheit. Ja, deswegen ja. Ah, hier ist ein kaputtes Fenster. Ich schau mal raus. Oh mein Gott, da läuft er ja. Ein richtiger Werwolf. Ich habe ihn gerade noch über den Marktplatz laufen sehen in Richtung Wald. Ja, sehen Sie. Ich spinne doch nicht. Stimmt. Dann werde ich jetzt sofort ein paar Männer zusammentrommeln und gegen den Werwolf kämpfen. Also, eins muss man diesen verflixten Ort lassen. Schmidthorst ist zwar klein, doch es ist immer irgendwas los. Selbst wenn es nur der Hund vom Nachbarn ist. Herr König, warten Sie auf mich! Der Rollator wird doch erst in 40 Jahren erfunden! Der König und seine Männer sind mir auf den Fersen. Das spüre ich. Sie wollen mich tatsächlich töten. Doch Moment, das ist doch das, was ich von Anfang an wollte. Sterben. Doch jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich das wirklich will. Jetzt, in der Stunde meiner Not, merke ich erst, dass mir wirklich noch das ein oder andere an meinem Leben liegt. Ja, ich will nicht sterben. Doch was soll ich jetzt machen? Es bedarf schon ein Wunder, um mich noch zu retten. Ich glaube, ich werde mich erstmal hier auf den Waldboden legen und hoffen, dass es ein schnelles Ende mit mir nimmt. Steh auf und sei kein Weichei. Geh in die Stadt und töte irgendjemanden, damit die Wachen vom König dich töten können. Nein, das darf man doch nicht. Das ist doch schlimm. Steh auf. Du hängst an deinem Leben. Lass nicht locker. Du hängst. Apropos hängen. Komm, lass uns abhängen. Komm, wir gehen einen trinken. Komm. Oh ja, komm. Gute Idee. Ja. Und tschüss. Nanu, was war das denn? Hatte ich etwa einen Traum oder war es real, dass das gute und das schlechte Gewissen sich um mich gestritten haben? Doch das gute Gewissen hatte recht. Ich hänge wirklich noch an meinem Leben. Doch was soll ich jetzt bloß machen? Ja, ich will wieder Mensch werden. Du möchtest Mensch werden? Oh mein Gott! Du kannst dir auf einmal reden, Wolf! Natürlich, ich bin der Vater der Werwölfe. Oh, großer Vater der Werwölfe, dann bitte ich dich,
mach mich wieder zu einem Menschen. Dann musst du mir auch versprechen, dass du aus deinen Fehlern gelernt hast. Ja, ich verspreche es. Wirklich. Weil nämlich sonst kann ich den Flug nicht aufheben. Ja, ich verspreche es, großer Vater der Werwölfe. Ich schwöre es dir. Okay, du brauchst jetzt nur noch einfach aus dieser Quelle hier trinken. Und dann warte ab. Was? Ich brauche nur von dieser Quelle zu trinken? Nun gut, dann habt Dank, Vater der Werwölfe. Dann will ich mal. Naja, also das beste Quellwasser war es nicht gerade. Aber wenn's hilft. Mir wird auf einmal auch wieder so komisch und schwarz vor Augen. Nanu, jetzt geht es mir auf einmal wieder besser. Und meine Hände? Hey, die schauen ja wieder normal aus. Moment, da muss ich mich erstmal im Wasser spiegeln. Juhu, ich bin wieder ein Mensch, ein richtiger Mensch. Ist das schön. Ja, aus diesem Fehler habe ich gelernt. Oh, zu Hilfe, Herr König, bitte, töten Sie mich nicht. Mein Freund, warum sollte ich Sie denn töten? Sie sind ja kein Werwolf. Aber geben Sie Acht, hier im Wald, da soll ein Werwolf herumlaufen. Nicht mehr. Der hat mich gesehen und ist vor Angst weggerannt. Der kommt nie mehr wieder. Was, wirklich? Ja, Ehrenwort. Meine Güte, sind Sie aber mutig. Mutig und mächtig. So einen wie Sie könnte ich noch gut in meiner königlichen Armee gebrauchen. Ich hätte da noch einen Platz frei und würde Sie auch gut bezahlen. Sie können sich ja übermorgen bei mir am Palast vorstellen. Ich würde mich sehr darüber freuen, Sie bei mir zu wissen, als einen meiner Schutzmänner. Also dann, wie gesagt, es gäbe gutes Geld. Oh, vielen Dank. Wahnsinn. Jetzt hat mein Leben wieder einen Sinn. Ich habe eine gute Arbeit. Ich habe mein Leben und vielleicht auch irgendwann die Liebe meines Lebens. Ja, das, was ich gelernt habe, ist es, das Leben zu schätzen. Und das werde ich auch fortan tun. Ja, das war sie also, die Geschichte vom Schmidthorster Werwolf.
Ich hoffe, sie hat euch gefallen und noch mehr hoffe ich, dass der ein oder andere auch etwas aus der Geschichte gelernt hat. Also dann, tschüss und bis zum nächsten Mal. Na Gottfried, weißt du jetzt, warum ich hier so in Jubel und Heiterkeit ausgebrochen bin? Oh ja, Benedikt, die Geschichte war echt toll, muss ich zugeben.